Beitrag verpasst? Kein Problem. Ob Politik, Sport oder Unterhaltung. Im Radio Trausnitz Podcast werden Sie fündig. 30 Jahre unfallfrei, allerdings auch ohne Führerschein. Ein 53-jähriger Arbeiter aus dem Landkreis Landshut kann dieses schöne Jubiläum feiern. Der Mann hat jedoch vergangene Woche einen Unfall mit einem LKW verursacht. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Als die Polizei den Unfall aufnahm, behauptete der Arbeiter noch, er habe seinen Führerschein zu Hause vergessen. Nach den Ermittlungen der Polizei hat er aber noch nie einen besessen. Der Mann gestand, dass er seit 30 Jahren ohne Schein unterwegs war. Jetzt muss er mit einem Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.